Es ging sogar ohne Verlängerungskabel. Und jetzt machen wir zuerst die LED-Bar nach oben. So, das erste Gerät ist jetzt angeschlossen. Da packen wir die Kabel mal nicht so ganz schön weg, aber so, dass es funktioniert. Es soll ja kein Schönheitspreis gewinnen. Hier oben seht ihr es einfach da reingedrückt. Und dann brauchen wir beide Kabel für die LEDs. Da habt ihr ja, wenn ihr das Video gesehen habt, das letzte Woche online gekommen ist, habt ihr vielleicht gesehen, wie man die verkabelt. Ich glaube, das brauche ich euch nicht mehr zeigen. Und hätte ich nicht reingucken sollen, weil, wie ihr gesehen habt, ist das aufgeblitzt. Und dann kommt jetzt das zweite Gerät. Einfach mittig hier rein. Leuchtet auch. Die sind beide auf dem X gestellt. Aber bevor wir uns darum kümmern, kommt die Box dran. Ich drehe die jetzt einfach mal auf den Kopf und hole euch ein bisschen näher ran. Ist euch zwar alles kopfüber, aber wenn man so eine Box anschließt oder ausmacht, sollte man gucken, dass einfach alle Regler aus sind, da es da zur Rückkopplung kommt, dass ich mit der Box leider schon öfters erlebt habe und ich glaube, die hat jetzt schon den einen oder anderen Schaden genommen davon und ja, nicht so geil, weil die jetzt die ganze Zeit rauscht, dann stelle ich den Bass mal ganz hoch und die Hochtöne so auf 3/4 oder sowas und dann eben den Master und den Level so, dass es recht gut passen sollte. Gehe dann einfach mal in Bluetooth rein. Habe am Handy schon aktiviert und wie man sieht, oder ne, sieht man bei euch nicht, aber hier sieht man, dass die Handy hier oben ein Kopfhörer zu sehen ist und das heißt, dass die verbunden sind. Dann gehen wir in meine Musik-App, benutzen ein GEMA-freies Lied, das bei manchen Leuten sehr beliebt ist. NCS natürlich.
damit es schön GEMA-frei ist. Das laden wir uns dann mal in die Warteschleife. Oder es geht einfach direkt an. Auch schön. Und dann stellen wir die einmal hin. Die Nebelmaschine müsste natürlich jetzt auch noch angeschlossen werden, aber die nutzen wir ja jetzt nicht. Und deswegen bleibt die einfach aus. Die Box kommt dann noch so ein bisschen anders hin. Das ist schön. Aussieht nicht, dass die Box dann einfach so ganz groß in der Mitte steht. Und wenn ihr Uplighting macht, vielleicht so gucken, dass die Scheinwerfer ein bisschen schräg an die Wand strahlen. Also würde ich so machen. Ich habe noch nie richtig Uplighting gemacht, weil wir nie wirklich in die Situation kamen, Uplighting zu machen. Oder doch, beim G-Clock 1 haben wir ja ein bisschen Uplighting gemacht, aber das sind dann natürlich schlechtere und billigere Geräte gewesen als die jetzt, weil die Nano-Pass, die wir beim G-Clock 1 benutzt haben, die kosten irgendwie 20 Euro. Da kommt entweder vor dem Video hier oder nach dem Video einfach ein Video zu online. Und da die beiden Geräte auf dem X sind, auf dem neuen Kanalmodus. Drücken wir jetzt mal ganz lang irgendeine Taste, bis hier hinten dann einfach ein Feld aufleuchtet. Genau, das blinkt dann hier so hinten. Und dann kann man hier drin rumspielen, das hier drin schön laufen lassen. Und das reagiert jetzt auf Sound. Und das ist der UV-Mode. Das ist bei euch eher ein Pink. Das ist nicht so cool auf der Kamera, aber in Realität ist es natürlich schon echt viel besser als auf Kamera. Dasselbe mache ich hier hinten noch bei dem, dass ich hier ganz lang den Mode-Knopf drücke, dann einfach auf Sound. Und dann läuft das eigentlich auch schon. Stellen wir dann wieder ordentlich hin. Verstecken noch mal ein bisschen die Kabel. Und bei der LED-Bar hier oben gucken wir auch noch mal, was hier gerade drin ist. Da gehen wir einfach auf die Mode-Knaste, den Mode-Knopf, sehen, dass Sound drin ist, nehmen nicht Sound 3, sondern Sound 1. Oder wahrscheinlich ist Sound 3 sogar besser, weil es dann ein bisschen sensibler ist als in Sound 1. Und ja. Jetzt leuchtet das hier hinten an meinen Schreibtisch. Das so, hier seht ihr, dass diese ganzen Farben, die hier zu sehen sind, eben die LED-Bar macht. So, das ist jetzt das Setup. Man sieht das Uplighting schön. Oben ist die LED-Bar, unten die Box. Und ja, ich würde sagen, ich hole mein Handy, mache die Musik an und dann vielleicht
verdunkel ich das hier noch, oder ich verdunkel das einmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das die kleine Lichtshow eigentlich anfängt. Bis gleich. So, jetzt startet die Lichtshow. Viel Spaß dabei. Und das war's mit dem Video. Aber ich mache gleich noch eine Verabschiedung. Viel Spaß. Was mit der Lichtshow und das läuft hier natürlich alles gerade über Sound to Light, da wir uns im Anfängerbereich befinden. So, ja, für kleine DJs, die gerade anfangen oder Leute, die einfach Interesse haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, haben wir hier eben ein etwas preisgünstigeres Setup mit einer Box, mit der man, würde ich mal grob schätzen, knapp maximal auf jeden Fall 50 Leute beschallen kann. Allerhöchstens. Dann ein Lichtsetup, das auf jeden Fall schon mal für mehr Personen ausgelegt wäre. Und die Nebelmaschine ist natürlich auch gut dafür geeignet. Im Outdoor-Bereich nicht, da würde ich nochmal so eine Nebelmaschine benutzen oder da würden wir im Zweifelsfall wahrscheinlich auch einfach nebenan, damit es schöner aussieht, noch die N10 Nebelmaschine von Eurolight, zu der ihr natürlich auch ein Video findet. Ich glaube, ich verlinke euch alle Videos zu den Produkten, die hier sind, einfach nochmal oben in der Infokarte. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von diesen Produktvorstellungsvideos oder Kaufempfehlungen sehen möchtet oder Equipment Setup Vorstellung, wie auch immer ihr es nennen wollt, schreibt es uns in die Kommentare oder gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr gerne kostenlos unten abonnieren und kommentieren natürlich auch. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, auch noch die Glocke nach dem Abonnieren drücken. Das würde uns freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, P&J Veranstaltungstechnik.